Herzlich willkommen zum heutigen Livestream mit dem Titel Prozessautomatisierung mit generativer künstlicher Intelligenz. Was ist erlaubt? Mein Name ist Christoph Zock und ich bin heute Ihr Gastgeber. Und keine Angst, es wird bei uns nicht so martialisch zu und her gehen wie auf dem Titelbild. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir zu beleuchten, was ist technisch möglich mit künstlicher Intelligenz und was ist dann aber auch erlaubt. Ja, vor 2 Jahren hätten wir über dieses Thema noch nicht gesprochen. Es ist jetzt wirklich fast ein Jubiläum. Im November 2022 ist ChatGPT 3.5 gekommen und hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und seit da nutzen viele von uns Tools der generativen künstlichen Intelligenz. Wir schreiben E-Mails mit Copilot, wir fassen Hausaufgaben zusammen in ChatGPT und übersetzen Texte mit DeepL. Aber das ist ein bisschen weniger das Thema von heute. Wir sind überzeugt, dass der größere Teil vom Nutzen aus der Prozessautomatisierung in Unternehmen kommen wird und weniger aus der individuellen Produktivität. Und darüber wollen wir sprechen. Bevor wir starten, noch 4 organisatorische Hinweise. Bei der Swisscom haben wir eine Du-Kultur, deshalb bin ich per Du mit meinen Gästen, auch den Externen. Das Zweite, wir heißen nicht nur Livestream, sondern sind auch live und senden ohne doppelten Boden. Dafür haben Sie die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, die wir dann nach Möglichkeit am Ende des Talks behandeln werden. Wenn Sie sich nicht getrauen, eine Frage zu stellen, können Sie zumindest die gestellten Fragen hoch- oder downvoten. Und am Schluss des Livestreams werden wir natürlich auch eine Aufnahme generieren und die Ihnen als E-Mail noch mit einem Attachment zukommen lassen. Voilà. Also, das Spannungsfeld zwischen technischen Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz Prozesse zu automatisieren und dieser rechtlichen Herausforderung, diese Themen möchte ich besprechen mit meinen 2 hochkompetenten Gästen. Und der erste Gast ist Evelyn Herrmann. Ich lese kurz vor, damit ich nichts falsch mache von diesem eindrücklichen CV. Sie ist Fachärztin für Strahlentherapie und Expertin für Hochpräzisionsbestrahlungen. Sie leitet seit April 2022 als CEO und Chefärztin das Radio-Onkologie-Zentrum Biel-Seeland-Berner-Jura und sie ist zusätzlich noch Konsiliarärztin in der Radio-Onkologie im Berner Inselspital. Herzlich willkommen, Evelyn. Danke, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Neben ihr steht meine Kollegin Anne-Sophie Mohn. Sie ist promovierte Juristin und IT-Anwältin. Sie doziert nebendran in verschiedenen Universitäten und Hochschulen und ist auch Gründerin des Internationalen Forums für KI-Recht. Das ist eine KI-Rechtsexpertin und deshalb leitet sie auch seit rund einem Jahr bei der Swisscom das Team, welches unter anderem für die AI-Governance und die Erstellung einer solchen zuständig ist. Und da können wir sicher heute stark profitieren. Herzlich willkommen, Anne-Sophie. Merci vielmals. Danke vielmals, Christoph. Ich darf auch gleich dich vorstellen. Und zwar, Christoph Zock hat 30 Jahre Digitalerfahrung und er war langjähriges Geschäftsleitungsmitglied bei Microsoft Schweiz und auch Digitalchef bei der SBB. Und Christoph leitet seit 3 Jahren den Geschäftsbereich Business Transformation bei Swisscom, bei welchem eben das Thema KI eine immer größere Rolle spielt. Danke, Anne-Sophie. Ja, generative künstliche Intelligenz versus normale, lassen Sie uns das kurz einordnen. Was verstehen wir darunter? Was ist speziell dran? Nun, zunächst mal klar, die Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz dauert schon recht lange, eigentlich schon mehr als 70 Jahre. Und sie wird getrieben von 3 Hebeln: Rechenleistung, immer besseren Algorithmen und mehr verfügbaren Daten, natürlich insbesondere seit dem World Wide Web 1991. Und was eigentlich die Einordnung all dieser Möglichkeiten ist, dass wir uns auf einer Reise befinden von künstlichen Intelligenzsystemen, die genau für eine Applikation trainiert worden sind. Denken wir an den Schachcomputer Deep Blue damals, der gegen Garry Kasparov 4-1 gewonnen hat. Und wir bewegen uns nun in eine Zukunft, wo Modelle eben vielseitiger einsetzbar sind und sind quasi jetzt in einer Art Zwischenhoch
der generativen künstlichen Intelligenz. Und wenn wir schauen, was da speziell dran ist, was das eben den Unterschied ausmacht, ist, dass wir mit klassischer künstlicher Intelligenz und Machine Learning mussten wir eigentlich für jeden Anwendungsfall ein eigenes Modell trainieren. Es braucht wirklich spezialisierte Personen, Experten, Expertinnen, Data Scientists, die wissen, welches Modell ist für was gut. Man braucht eigene Daten und das gibt es auch heute immer noch. Das ist nicht alles generative künstliche Intelligenz. Aber der Charme, und das ist der erste Game Changer, den ich finde, die generative künstliche Intelligenz, insbesondere diese großen Sprachen, multimodalen Modelle, die mit Bildern und natürlicher Sprache umgehen, die kann ich mit einem viel kleineren Aufwand anpassen und mehrere, ganz viele Use Cases damit erschlagen. Sei es Textanalyse, sei es Bildanalyse, seien es Chatbots, sei es AI-Search. Und das ist irgendwo eben dieser Game-Changer. Ich kann solche Systeme flexibel einsetzen. Und was vielleicht der dritte Vorteil oder die dritte disruptive Eigenschaft ist, jemand hat die große und schwere Arbeit schon für mich getan. Er hat nämlich so ein riesiges Modell trainiert und entwickelt. Und wer das sind, das wissen wir mittlerweile. Es sind die Hyperscalers, eben AWS, Azure und Google, also Microsoft als Herausgeber von Azure. Und es sind diese AI-Startups, alle Unicorns mit mehr als einer Milliarde Marktkapitalisierung. OpenAI als bekanntestes oder Anthropic als vielleicht Nummer zwei Herausforderung. Und wir können jetzt hingehen als Unternehmen, als Anwender und können dieses Modell für unsere Anwendung, für unser Problem lösen. Die Swisscom kann helfen, so viel als Schleichwerbung, aber muss natürlich nicht. Und wie als einziger so richtiger Nachteil kann man sagen, diese großen Modelle, die sind wirklich groß, dass wir da eine Vorstellung haben. GPT-4, sagt man, ist mit 10 Billionen Wörter, sprich mehr oder weniger dem ganzen Internetinhalt trainiert worden. Es hat zwischen 78 und 100 Millionen gekostet, das zu tun. Und ein vergleichbares Modell, Llama 2, es hat über einen Monat gedauert, auf diesen riesigen Farmen von Nvidia-Chips das Modell zu trainieren. Deshalb, was man sagen kann, wahrscheinlich ist das nichts für zu Hause, also für das eigene Datacenter. Und damit kommen wir natürlich auch in rechtliche Zonen, was ist erlaubt in der Public Cloud und was nicht. Und was wir für den heutigen Case brauchen, um die Diskussion zu verstehen, ist eben, wie kann ich so ein großes Modell anpassen, eben so ein vortrainiertes Grundlagenmodell oder Foundation Model. Ich habe drei Möglichkeiten. Wir gehen nicht in alle im Detail hinein, aber es ist das Prompt Engineering, es ist das Hinzufügen von eigenen Daten, man nennt das Retrieval Augmented Generation, oder schlimmsten Fall könnte ich an diesem Modell, an den Parametern auch noch etwas ändern. Und nur wenn diese drei Hebel nicht funktionieren, dann muss ich immer noch den Weg gehen, dass ich mir ein eigenes Modell trainiere, das genau meinen Anwendungsfall erschlägt. Und als so ein bisschen Illustration, was ich alleine mit gutem Prompt Engineering machen kann, und das ist die Technik, die wir in diesem vorliegenden Fall verwendet haben, habe ich hier so ein halb ernstes Beispiel. Ich musste vor kurzem für einen Vortrag, wollte ich ein Bild, bei dem ein Pferd auf den Schultern eines Cowboys sitzt, und ich habe gesagt, erstelle mir so ein Bild, und das Modell hat Arbeitsverweigerung gemacht. Offensichtlich trägt der Cowboy nicht das Pferd. Und ich habe dann in der Woche, wo ich das gemacht habe, war ich noch an einem Vortrag und hat ein Referent gesagt, das geht gar nicht, weil diese Modelle sind nicht trainiert worden mit Fotos von Pferden, die auf Cowboys sitzen. Und ich habe das fast noch geglaubt und habe sogar eine Wette offeriert. Wer das kann, kriegt ein Mittagessen. Und einen Tag nach meinem Vortrag habe ich bereits das erste Mittagessen bezahlen müssen. Denn natürlich geht es, man muss eben den Prompt richtig schreiben, das Engineering richtig machen, und das heißt, den Zusatz hinzufügen, auch wenn es nicht realistisch ist. Und dann passiert das. Das Pferd sitzt auf dem Cowboy. Es hat hier noch einen zusätzlichen Fuß, den kann man dann noch mit Photoshop wegmachen, und dann kommt es ganz gut. So. Also das ein Beispiel. Ich habe ein großes Modell. Ich habe
diese Prompt Engineering Skills und damit kann ich nun meinen Anwendungsfall versuchen zu lösen. Genau. Und dann wechseln wir eben genau zu diesem Fall, aber damit wir das tun können, brauchen wir ein bisschen Kontext. Und nun starten wir mit Evelyn Herrmann. Erzähle uns ein bisschen, was macht das Radioonkologiezentrum? Was ist die Aufgabe? Was ist euer Service? Also wir sind eigentlich das lokale Radioonkologiezentrum, um Patienten mit Krebs lokal vor Ort zu behandeln mit Strahlentherapie. Wir behandeln eigentlich sämtliche Krebsarten bei erwachsenen Menschen. Wir behandeln keine Kinder. Und die Radioonkologie ist eigentlich ein Fachgebiet, welches sehr klar strukturierte Prozessabläufe hat. Und alles geht eigentlich immer wieder gleich, weil wir sehr zeitgetaktet sind. Mhm. Oder die Patienten kommen zur Bestrahlung und wollen zu einem bestimmten Zeitpunkt bestrahlt werden, damit der nächste Patient dann drankommt. Mhm. Jetzt haben wir gelernt, eben, dass ein Arzt bei dir eben nicht nur die Patienten berät und behandelt, sondern dass seine kostbare Zeit auch gestohlen wird für administrative Tätigkeiten. Was sind das für Tätigkeiten? Wer hat die verordnet? Und wie viel Aufwand ist das? Was müssen wir da uns darunter vorstellen? Ja, als Arzt oder Ärztin ist man eigentlich immer verpflichtet, dass man eine Konsultation oder einfach eine Interaktion mit einem Patienten oder Patientin dokumentiert. Und natürlich sind die Anforderungen immer größer geworden, was man dokumentieren muss. Wir sind auch ein ISO-zertifiziertes Zentrum, da hat es noch mehr Dokumentationspflicht. Und wir haben das ausgerechnet für diesen Pilotfall. Also wir verbringen eigentlich einen Tag im Monat nur mit Dokumentation. Mhm. Und das ist für mich als Chefärztin eigentlich nicht tragbar, mhm, weil meine Zeit ist viel zu kostbar, als dass ich einen Tag im Monat nur mit Dokumentieren verbringe. Mhm. Eben, kann man vorstellen, wie viele Ärzte arbeiten bei euch? Also bei uns arbeiten 3 Ärzte. Ja. Und wir sind sehr schlank gehalten in der Struktur. Ja. Ja. Und eben deshalb, wir haben keine Zeit eigentlich für Administration. Das führt mich gleich zur Anschlussfrage. Eben, du bist dann quasi selber eine Betroffene gewesen. Aber eben, wie bist du auf die Idee gekommen, dass man hier untersucht, ob man mit AI etwas tun kann? Was hat dich da? Also ich habe natürlich auch mitbekommen, die Geburt von ChatGPT, und habe dann dadurch gesehen, dass unser Problem damit lösbar sein wird. Und ich habe dann Microsoft Schweiz kontaktiert, weil die haben den Copilot gehabt. Und ich wollte eigentlich Microsoft Schweiz fragen, ob ihr ihn bei uns testen können, weil wir eben so strukturierte Prozesse haben und immer wieder gleiche Briefe schreiben, und die haben mich dann mit euch in Verbindung gebracht. Okay, so ist das gelaufen. Mhm. Gut. Und das kann man aber einfach noch sagen, ich finde das recht unternehmerisch wieder. Also eben, ihr seid auch natürlich ein privates, ja, wirtschaftliches Unternehmen, und darum denkst du mehr an so Prozessoptimierungen als vielleicht andere Gesundheitsorganisationen. Super. Also wir haben ein Problem. Eine technisch kompetente Ärztin, die sagt, hier müsste man noch etwas machen können. Jetzt, Ann-Sophie, müssen wir aber mal ein bisschen schauen. Gesundheitsdaten, tönt gefährlich, Public Cloud, Microsoft. Fangen wir mal einfach. Ich habe immer ein bisschen Respekt, wenn ich mit Anwältin zu tun habe. Das ist immer kompliziert, aber mach es für uns ganz einfach. Welches Gesetz ist eigentlich am wichtigsten hier? Ist das etwas Neues oder gibt es diese Gesetze? Und erzähl uns mal, was ist relevant? Genau, gerne. Also ganz konkret jetzt auf den Fall bezogen von meiner Gesprächspartnerin. Dort geht es ja um Gesundheitsdaten. Gesundheitsdaten sind besonders schützenswerte Personendaten im Sinne vom Schweizer Datenschutzgesetz. Und das Datenschutzgesetz ist natürlich relevant, beziehungsweise die einschlägigen Datenschutzgesetze. Und das ist immer die Frage, welches, weil wir haben einerseits das Schweizer Datenschutzgesetz. Da gibt es klare Regeln. Es kommt hier vielleicht auch darauf an, oder ich habe vorhin rausgehört, es ist ein privates Unternehmen, die aber vielleicht auch öffentlich-rechtliche Aufträge erfüllt. Da kann man eigentlich auch sagen, für gewisse Tätigkeiten gelten die Spielregeln des Datenschutzgesetzes für Private. Gleichzeitig aber eben, wenn man öffentlich-rechtliche Tätigkeiten ausführt, gilt man als Bundesorgan. Dann kann es sein, je nachdem, das ist hier nicht der Fall, aber wenn man ein
kantonales Spital ist, dann gelten auch die kantonalen Datenschutzgesetze. Wenn man noch Patientinnen und Patienten hat aus der EU, dann ist vielleicht noch das die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung der EU, einschlägig. Also das Datenschutzgesetz, das ist sicher das, was erstens mal Top Priority hat. Und das Zweite ist auch, hier sind wir im Medizinbereich, sprich, es könnte zum Beispiel auch sein, eben Heilmittelgesetz ist relevant oder je nach Sektor, ich bin im Bankenbereich oder ich bin... Dass da noch Branchenregulationen dazu kommen. Genau. Aber eben, für mich war es schon fast wieder kompliziert, aber ich sage, aber einfach heißt eigentlich, es geht um mehr, aber was gilt, ist eigentlich immer noch Datenschutz, der in anderen klassischen IT-Themen auch schon gegolten hat. Das fände ich mal das erste, die wichtige Erkenntnis. Jetzt aber gibt es natürlich, glaube ich, schon so Regulationsbestrebungen, auch die künstliche Intelligenz einzufangen. Und da konnten wir jetzt viel lesen und hören von diesem EU AI Act, ein sehr umfangreiches Gesetz, das am 1. August diesen Jahres in Kraft getreten ist. Jetzt mal zum Start. Kannst du das kurz zusammenfassen, was das Gesetz tut? Und gilt das überhaupt in die Schweiz? Typischerweise kopieren dann die Schweizer das mit dem Swiss-Finish und machen es noch ein bisschen strenger. Was ist das und gilt es auch für die Schweiz? Genau. Vielleicht noch kurz eine Klammerbemerkung. Also das Datenschutzgesetz, das ich vorher erwähnt habe, das gilt nur, wenn man Personendaten bearbeitet. Gut. Wenn wir anonymisierte Daten haben, dann gilt das natürlich nicht. Das ist ein wichtiger fairer Punkt noch. Ja. KI-Verordnung EU oder auch AI Act genannt. Das ist eine Verordnung, die in der EU in Kraft getreten ist, wie du richtig gesagt hast, am 1. August und verschiedene Umsetzungsfristen hat. Das heißt, das Gesetz gilt oder alle Artikel gelten nur nicht ab sofort oder per 1. August. Also man hat ein bisschen eine Frist. Genau, je nach Artikel gibt es Umsetzungsfristen von Start jetzt im Januar 2025 bis und dann 36 Monate später. Mhm. Und das Gesetz verfolgt einen sogenannten Risk-Based Approach. Das heißt, je höher das Risiko, desto strengere Regeln. Es gibt verschiedene Kategorien, beispielsweise verbotene KI-Systeme. Die treffen eher den Staat, zum Beispiel Social Scoring, Predictive Policing, können aber auch Unternehmen treffen. High-Risk-KI-Systeme, also KI-Systeme mit einem sehr hohen Risiko. Dort gibt es sehr strenge Anforderungen. Beispielsweise Medizinprodukte könnten darunter fallen, um bei der Medizin zu bleiben. Und dann haben wir auch noch zum Beispiel Chatbots, die haben nur Transparenzverpflichtungen. Und dann haben wir noch eine Kategorie, das betrifft die Models. Also wenn ich ein General-Purpose-AI-Model habe, das eben, wie du vorhin gesagt hast. Amerikaner-Modell. Genau, das hat natürlich auch Regeln einzuhalten. Und warum ist das wichtig für die Schweiz? Man könnte, darf ich noch was? Und es gibt ja noch, glaube ich, Systeme, die ganz verboten sind. Genau. Also die eben Emotionsüberwachung mit Kameras am Arbeitsplatz. Oder das gibt es ja, glaube ich, auch noch, diese ganz... Genau, eben, das habe ich vorhin gesagt, so Social Scoring und Predictive Policing, das ist wirklich verboten. Gut. Und eben, was Privatunternehmen treffen könnte, wäre Emotionserkennung von Arbeitnehmenden basierend auf biometrischen Daten, also basierend auf der Stimme. Wenn es eben basierend auf einem Transkript ist, dann wäre es nur High Risk beispielsweise. Also eine Risikoklassifizierung, gewisse Dinge sind verboten, andere sind je nach Risiko unterschiedlich reguliert, unten leicht, oben streng. Was ist mit der Schweiz? Genau, und jetzt könnte man meinen, ja gut, das interessiert uns ja nicht, aber wie das halt so ist, sehr viele Verordnungen in der EU haben sogenannte extraterritoriale Wirkung. Und das bedeutet, sie gelten unter bestimmten Umständen auch für Schweizer Unternehmen. Mhm. Und bei der KI-Verordnung ist es so, dass wenn ich natürlich ein KI-System, also ein Produkt, in der EU auf den Markt setze, ja, dann ist das klar, dann gelten die Anforderungen vom AI Act. Aber auch beispielsweise, wenn sich das Ergebnis in der EU auswirkt. Also wenn ich in der Schweiz ein Unternehmen habe und das setzt ein KI-System ein und das Ergebnis von diesem KI-System wird in der EU verwendet, dann könnte eben der AI-Act auch eine Rolle spielen, beziehungsweise spielt eine Rolle. Und dann muss eben auch das Schweizer Unternehmen alle Anforderungen einhalten. Und ist nicht auch bei der Datenschutzgrundgesetzverordnung ist ja auch noch das Thema, die EU-Bürger bei uns, sagt da auch noch was. Also genau. Wir haben ja viele auch Mitbürger aus dem EU-Raum in der Schweiz. Sind die, unterstehen die auch diesem Gesetz? Das ist so, dass also auch die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, hat eben auch eine sogenannte extraterritoriale Wirkung. Und wenn wir eben
auch wieder hier unsere Produkte, also das ist das Marktortsprinzip, sagt man dem, wenn wir unsere Produkte ganz bewusst in der EU eben nach dorthin richten oder etwas dort verkaufen möchten auch, oder auch wieder hier zum Beispiel Daten von Personen bearbeiten in der EU, also die in der EU Bürger sind, aber sie können natürlich auch EU-Bürger sein, genau. In der Schweiz wohnen, dann ist es nicht relevant, aber wenn sie eben in der EU wohnen, dann ist eben auch die DSGVO relevant. Das heißt eben, viele Verordnungen in der EU haben eine Auswirkung, die weit darüber gehen, über die EU-Grenzen. Also halten wir mal fest, es ist eigentlich nicht ein Schweizer Gesetz, aber es hat diese eben Auswirkung, diese extraterritoriale, und wir werden vielleicht auch noch in die Richtung ein Gesetz machen. Also wir müssen es im Auge behalten, oder? Wir können es nicht einfach ignorieren, kann man das ja, mal so? Ja, also das ist natürlich auch so, es gibt den sogenannten Brüssel-Effekt, das heißt, die Verordnungen in der EU, die haben immer eine Auswirkung auch auf die Schweiz, wir sind ein kleines Exportland, um das mal so zu sagen. Und das heißt, politisch gesehen spielen eben die Gesetze in der EU immer auch eine Rolle bei der Gesetzgebung, weil man natürlich nicht möchte komplett was anderes machen wie in der EU. Also. Genau. Das ist die Ausgangslage. Jetzt vielleicht noch eine kurze Einschätzung. Oder? Böse Internetzungen haben gesagt, die Amerikaner innovieren bei der AI, die Chinesen kopieren bei der AI und die Europäer regulieren und beklagen sie dann, dass sie keine Wettbewerbsfähigkeit haben auf dem Thema. Deine Einschätzung, ist das Gesetz gelungen? Ist es zu weit gegangen? Also der Risk-Based Approach persönlich finde ich eigentlich ganz hübsch, muss ich an der Stelle sagen. Ich finde es auch rechtlich irgendwie sinnvoll, dass man nicht jedes KI-System in dem Sinn all-inclusive gleich prüft, sondern nur die, die wirklich risikoreich sind. Man hat mit dem AI-Act versucht, eine Balance zu finden zwischen Innovation und zwischen Schutz der Grundrechte, der Sicherheit und der Gesundheit. Und diese Balance zu finden ist sehr anspruchsvoll, sehr schwierig. Vielleicht hat man am Ende so ein bisschen zu schnell dieses Gesetz dann, ich sage jetzt mal, vorangetrieben, auch aus politischen Gründen. Ich persönlich kann das noch nicht einschätzen. Ich habe mehr das Gefühl, in der EU möchte man halt wirklich, also der Mensch steht im Vordergrund. Das geht halt auf Kosten von der Innovation. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, wie dann die Schweiz regulieren wird. Und wir werden regulieren. Wie, das ist noch offen, ergebnisoffen. Der Bundesrat wird bis Ende dieses Jahres einen Bericht, also das UVEC von Bundesrat Rösti, wird einen Bericht herausgeben. Und dann wissen wir, werden wir bei uns ein KI-Gesetz haben oder wird sektorspezifisch reguliert. Persönlich gehe ich aktuell davon aus, dass man eher sektorspezifisch reguliert. Aber ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen. Also fest eben, eigentlich eine gute Absicht, aber eben ein bisschen europäisch halt fast wieder zu stark. Und da muss man sich dann auch nicht so wundern, dass die Startups dann trotzdem eher im Silicon Valley AI vorantreiben. Gut, also wir haben dasselbe Verständnis von generativer künstlicher Intelligenz. Wir verstehen ein bisschen, was das ROTS macht. Glaube ich, so nennt man die Abkürzung. Genau. Und wir haben eine erste Lesung der rechtlichen Rahmenbedingungen. So, jetzt erzähl uns kurz, so was deine Idee war. Woher kommt dieser eine Tag an Administration? Hier gibt es, glaube ich, einen typischen so administrativen Aufwand. Was passiert da? Genau, es ist so, wenn die Patientinnen und Patienten uns zugewiesen werden, bekommen wir ganz viele Berichte, also eben zum Beispiel ein Pathologiebericht, ein Operationsbericht, ein MRI, CT, PET-CT oder Tumorbordbericht, weil alle Patienten an einem Tumorbord vorgestellt werden, plus noch das Zuweisungsschreiben. Und unsere Idee war, da ist schon so viel Information drin. Es ist schade, wenn man das nicht braucht. Und eben unsere Briefe sind so strukturiert, dass wir gefunden haben, wir wollen eigentlich die Informationen aus diesen Berichten automatisiert herausziehen und kategorisieren, um sie dann eben vollautomatisiert zur Generierung von Erstkonsultationsberichten zu verwenden. Also das heißt, der Patient kommt eigentlich mit einem Mapply an Dokumenten, das ist noch nicht elektronisch, vielleicht wird es mal, oder doch, das ist bei euch mehr? Also wir sind voll gut. Elektronisch. Ah, okay, ja. Interessant. Ja, ja, digitalisiert, ja. Gut, also der Patient kommt mit einem digitalen Bundle und die Idee wäre jetzt gewesen, kann man diesen Eintrittsbericht automatisieren? Und erzähl vielleicht noch ein bisschen, was steht dort drauf, was sind das für Variablen? Also, genau, wir haben einerseits die Diagnosenliste, was man hier jetzt auf der ersten Seite sieht, aber nachher kommt dann auch das jetzige Leiden, also das heißt,
Was ist der Grund, weshalb der Patient oder die Patientin zu uns kommt? Was hat er für aktuelle Leiden? Und dann müssen wir beschreiben, was machen wir, also welche Behandlung und wie wir den Patienten aufgeklärt haben und wie dann die nächsten Schritte sind. Also, das war der Prozess, den du im Kopf hattest. Und dann hast du uns eigentlich Dokumente zur Verfügung gestellt. Da hat es noch schwarze Stellen drauf. Erklär genau, noch, was es mit denen auf sich hat. Also das ist so ein typischer Erstkonsultationsbericht von unserem Zentrum. Wir haben alles geschwärzt, was irgendwie mit Identifikation einerseits von Patienten, Patientin. Hier ging es um Patientinnen mit Brustkrebs. Das haben wir geschwärzt und den Rest haben wir eigentlich alles so belassen, wie es ist. Und da sieht man eben diese Struktur von der Diagnosenliste, dann eben das jetzige Leiden, dann die Aufklärung, die wir dem Patienten gemacht haben, wo auch drin steht, wie wir was bestrahlen und eben wie es weitergeht. Gut. Also, ihr habt eben, das waren dann wahrscheinlich der Namen, Geburtsdaten, genau, solche persönlich identifizierbaren Informationen geschwärzt und das geben. Gut. Wir haben das genommen. Wir mussten eigentlich drei Herausforderungen lösen. Also erstens, diese Dokumente waren eben wirklich unstrukturiert. Das heißt, die gleiche Information ist je nachdem, wer der Überweiser ist, nicht am gleichen Ort. Genau. Man hat also dann versucht, dieses Sprachmodell mit Prompt Engineering zu trainieren, sagen, such dort, such die Diagnose, such die Befunde. Und da sieht man eher, was da passiert ist. Eben, dann hat es diese Stelle erkannt. Dann haben wir diese Texte extrahiert als eben softwareverwendbare Dokumente und haben als drittes mit einem, das war dann nicht quasi künstliche Intelligenz, sondern ein Algorithmus, haben wir gesagt, das ist die Reihenfolge, mit dem das ausgegeben werden soll. Also das haben wir gemacht in diesem ersten Proof of Concept. Da vielleicht zwei noch finde ich spannende Hintergründe. Das eine, wenn man solche Projekte macht, ist immer die Frage, wie viel Aufwand investiert man in den algorithmischen Teil, also im Nachbilden, weil unter Umständen, wenn man ein Jahr wartet, sind diese Modelle so viel besser, dass man sagen kann, und produziere mir einen Bericht in dieser Reihenfolge und das, was der Softwareentwickler algorithmisch gemacht hat, würde dann auch das Modell machen. Das ist, finde ich, so ein Challenge. Und das Zweite, was ich schon super spannend finde, wir haben auch vergleichbare Projekte, eines im Spital Bülach, wo es auch darum ging, so mehr dann die Anamnese, also der Doktor spricht den Text ins System, es wird textlich erkannt und dann geht etwas Ähnliches, eben dann wird das ausgelesen. Und das war schon super interessant. Zuerst haben wir mit einem spezialisierten medizinischen System gearbeitet, also ein Israeli-Startup, das eigens auf medizinische Sprache, die Normalsterbliche ja nicht verstehen, trainiert worden ist. Und später haben wir das Gleiche noch mal gemacht mit dem großen Sprachmodell, also einem GPT-4 in der Azure-Variante, und haben eigentlich gemerkt, dass mit den richtigen Prompts, also man sagt, stell dir vor, du bist ein Arzt, stell dir vor, du kriegst so einen Bericht, da stehen Diagnosen und Therapien drin, dass eigentlich das allgemeine Modell am Schluss besser war als das spezialisierte. Und das ist ja schon einfach total vielversprechend, oder? Wenn ich da ein Modell kriege, das mit einer Woche Spezifikation besser wird als ein System, das jahrelang für einen Fall trainiert worden ist. Also das hat mich schon begeistert. Gut. Also, das haben wir gemacht. Wir reden nachher noch über die Ergebnisse und wo es noch happert. Aber jetzt, wenn du das erste Mal hörst, geschwärzte Dokumente, Azure Cloud, wie hoch ist das Risiko hier? Sind wir verboten oder Hochrisiko? Eine Ersteinschätzung ohne, musst dich nicht vor Gericht verantworten, eine unverbindliche Ersteinschätzung im kleinen Rahmen. Genau, also wenn jetzt Evelyn eine Klientin von mir wäre, dann würde ich mir natürlich einige Fragen zuerst mal stellen. Zum Beispiel, ein Punkt finde ich sehr interessant, alle Daten oder alle in dem Informationen, die einen Personenbezug haben, wurden geschwärzt. Also ich müsste mich hier sicher mal fragen, haben wir hier überhaupt Personendaten? Also meines Erachtens auf den ersten Blick würde ich sagen, nein.
Und das heißt, das DSG wäre dann für diese konkrete Datenbearbeitung eigentlich gar nicht relevant, wenn man anonymisierte Daten hat. Das habe ich auch zu Beginn schon gesagt. Wenn ein Personenbezug trotzdem möglich ist, und da braucht es nicht in dem Sinn viel, das könnte natürlich je nach Diagnose eben möglich sein. Also eine seltene Krankheit. Ja, dann wäre vielleicht ein Personenbezug trotzdem möglich. Und wenn man, angenommen, wir haben Personendaten oder es würden Personendaten bearbeitet werden und das Ganze geht in eine Cloud, also zu einem Auftragsbearbeiter in dem Sinn, dann braucht es dort vertragliche in dem Sinn Abstimmungen, einen sogenannten Auftragsdatenbearbeitungsvertrag, dass man auch dem oder der, die das analysiert, dann auch eben und die Daten bearbeitet, auch Spielregeln auferlegt natürlich. Also das ist sicher ein Punkt. Also Datenschutzrecht ist das mal das eine. Ich würde auch prüfen, welches Datenschutzrecht ist überhaupt anwendbar in diesem konkreten Fall. Was mich dann eher interessiert auf der Seite KI-Regulierung, da kann ich jetzt... Aber sagen wir mal ein Zwischenfazit. Weil man es geschwärzt hat, ist es vielleicht nicht mal dem Gesetz unterstellt. Und falls ja, müssen wir das noch untersuchen. Aber das sieht mal okayisch aus. Ja, ich muss an der Stelle wirklich sagen, ich kenne mich im Heilmittelgesetz nicht so gut aus. Und das wäre dann mal die nächste Frage. Auch die Branchenregulierung, die müssen wir auch. Aber da kannst du vielleicht noch etwas sagen. Und um so auf Nummer, genau, vielleicht noch so ein bisschen, oder? Wir wissen jetzt das nicht, oder? Und wenn ich jetzt wieder berate ich immer eher vorsichtig. Ja. Und dann würde ich vielleicht auch eher schauen, dass dann eben das Datenschutzgesetz eingehalten ist. In diesem Fall vielleicht auch wirklich die Patientinnen und Patienten auch informieren, dass hier eine Datenbearbeitung stattfindet, sofern wir eben hier annehmen, dass das sich um ein privates Unternehmen und diese eine Ausführung handelt, die ein privates Unternehmen macht. Es kommt immer auch darauf an, eben, was ist eure Rolle. Also auch da wieder, es ist dann doch noch kompliziert. Ja. Aber gut, also Datenschutz jetzt. Risikoeinschätzung aus AI-Sicht. Was ist dein erster Eindruck? Genau. Also mein erster Eindruck hier, und ich beziehe mich jetzt hier auf den AI-Act, ich würde natürlich erst mal prüfen, ist der anwendbar oder nicht in diesem Fall. Das wäre ein anderes Thema. Aber wenn er angenommen wäre jetzt anwendbar oder wir wären jetzt in der EU oder wir hätten ein äquivalentes Gesetz, dann ist eben die Frage, also es ist kein verbotenes KI-System. Die Frage ist, wäre es High-Risk, also das zweithöchste? Der AI-Act führt in Anhang 1 eine Liste auf an anderen Verordnungen, die eben dann High-Risk wären, zum Beispiel Medizinprodukte. Man müsste prüfen, ist das ein Medizinprodukt? Es wird keine Diagnose hier gestellt. Also aus meiner Sicht, das ist in dem Sinne, das kein Medizinprodukt. Software kann ein Medizinprodukt sein, aber hier geht es wirklich nur, dass eine Textanalyse stattfindet und eigentlich etwas wie transkribiert wird, wenn man so, wenn ich das auf Deutsch darf sagen. Ja. Das heißt, High Risk wäre aus meiner Sicht auf den ersten Blick nicht, müsste es aber genauer prüfen. Und dann aus meiner Sicht, wie ist das eigentlich, ich sage jetzt mal KI-rechtlich aus AI-Act-Sicht, eher unheikel. Also gehen wir mal davon aus, ich finde das sehr schön, wie du das zerlegt hast in den Datenschutzteil und den AI-Teil. Gehen wir mal davon aus, wir haben einen guten Use Case genommen, wir haben geschwärzt und wir sind eben nicht im kritischen Bereich. Das heißt, rechtlich sollte es gehen. Jetzt ist die Frage, funktioniert es aber auch AI-technisch? Jetzt haben wir da nur einen ersten Schritt gemacht. Was sind so die ersten Erkenntnisse, Evelyn, die aus diesem Proof of Concept herausgekommen sind? Was hast du mitgenommen? Also was wir gesehen haben ist, dass es ist machbar. Also das hat mich eigentlich sehr gefreut. Ich war überrascht, eigentlich wie reproduzierbar das es war. Wir haben aber auch gesehen, dass es Schwierigkeiten gab, weil die Informationen, die wir im Erstkonsultationsbericht haben, es reicht nicht aus, nur diese Dokumente zu haben als Basis, sondern wir haben auch viele Informationen, die wir aus dem Erstgespräch mit dem Patienten oder Patientin hier haben. Und da braucht es wie noch eine Technologie, die diese beiden Straßen sozusagen miteinander vereint. Mhm. Aber ich war optimistisch zu sehen, dass es eigentlich geht. Das ist interessant, eben das heißt, das würde heißen, dass man das Gespräch aufzeichnet, das auch noch Text erkennt genau. Und dann noch neben den PDFs eine weitere Datenquelle hinzufügt. Genau. Und das Schöne ist, und das finde ich auch spannend bei so AI-Projekten,
dieses Thema Texterkennung und Spracherkennung, das ist sehr weit fortgeschritten. Mhm. Und wir sagen manchmal eben fast Commodity, also eine Gebrauchsware. Mhm. Und das ist auch charmant, dass man gewisse Aufgaben sind schwierig, dort muss man Energie investieren, und andere sind eigentlich schon fast Standard. Also von dem her, hier sehen wir eigentlich nicht mal unbedingt so ein Problem. Nein, also ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis man das lösen kann. Also, erste Erkenntnis, man bräuchte noch diese Zusatzdaten, weil eben dieses Erstgespräch ist sehr reichhaltig, auch die Befindlichkeit des Patienten. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, was war für uns eine Herausforderung? Es waren natürlich diese verschiedenen Dokumenttypen, also ein Dokument des gleichen Typs kann auch mal anders aussehen, das hat die Software nicht so gerne. Und wir hatten bei einem Aspekt, da musste man so einen Code generieren, gab es, ja, man könnte fast Halluzinationen sagen, also hat das System manchmal bei fehlenden Informationen trotzdem eine Annahme gemacht. Und das ist für mich natürlich dann wie auch nicht eine Neuerkenntnis, aber die wichtige Empfehlung: AI-Systeme sind wahrscheinlichkeitsbasiert, also probabilistisch. Das heißt, wenn ich 100% korrekte Antworten brauche, eben bei einer Buchhaltung oder bei einer medizinischen Diagnose möglichst 100%, dann reicht das alleine noch nicht. Das heißt, das wird nicht den Arzt, die Ärztin ganz wegbringen, aber es wird sie entlasten. Am Schluss muss die Ärztin nur noch den Draft durchschauen und nicht mehr den ganzen Eintrittsbericht selber schreiben. Das ist vielleicht noch wichtig. Also im Prozess braucht es die menschliche Kontrolle. Absolut. Das kannst du, hättest du auch nicht anders geplant wahrscheinlich. Nein. Also, ja, also das war der erste Schritt. Jetzt natürlich dann die offensichtliche Frage, was braucht es, das war jetzt erst ein Proof of Concept, was braucht es, damit das in Produktion kommt, damit man dann wirklich Aufwand sparen kann oder spannendere Tätigkeiten. Was sind die nächsten Schritte, wie könnte es weitergehen? Also eben, wir haben sehr viel aus diesem Prototyp gelernt, aber es sind natürlich, wir haben nur 5 Briefe verwendet, um das System zu testen und zu trainieren. Es braucht natürlich viel mehr Briefe, und damit braucht es auch viel mehr Patienten, die ihr Okay geben, dass man das überhaupt verwenden darf. Wir haben jeden einzelnen Patienten gefragt, ob sie einverstanden ist, dass wir das weiterschicken. Mhm. Auch jeder Patient oder Patientin, die zu uns kommt, unterschreibt ein General Consent. Und dann muss man natürlich, wenn man so ein Projekt macht, sicher auch die Ethikkommission einschalten, damit sie prüfen, dass das alles rechtens, also dass alle rechtlichen Grundlagen eingehalten werden. Das ist schon noch ein rechter Aufwand. Und dann natürlich auch die Schnittstellen zu den Patienten. Systemintegration dann. Genau. Also es ist ein erster Schritt, aber ein vielversprechender. Und ich glaube, das wäre mein Kompliment an dich und an dein Institut. Weil es eben länger dauern kann, sind die im Vorteil, die früh damit starten. Genau. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, wie früh du das gesehen hast. So. Jetzt wollen wir noch Zeit haben, auch für die Fragen, aber noch abstrahieren. Jetzt haben wir ein kleines Beispiel gegeben. Jemand hat einen Prozess identifiziert, der aufwendig ist, auch weil qualifizierte Leute teuer, und gesagt, hier müsste man etwas tun können. Jetzt die Frage, wenn jemand eine andere Organisation, es muss nicht aus dem Gesundheitswesen sein, wenn die sagen, ich habe auch so einen Prozess, ich möchte den auch automatisieren, aus Business-Sicht, was ist deine Empfehlung, was könntest du anderen möglichen Kunden weitergeben? Also zuerst sollte man sich eigentlich überlegen, welchen Prozess möchte man automatisieren. Und dann muss man schauen, wie bringt man die unstrukturierten Daten in ein strukturiertes System. Welche Technologie möchte man dafür verwenden? Und als drittes sollte man eben frühzeitig die rechtlichen Grundlagen einbeziehen, wie Datenschutz oder jetzt auch das europäische Gesetz für die Verwendung von AI-Tools. Und dann die Leute gut trainieren, das ist wichtig. Also das A und O, diese Prozesse kennen und identifizieren, das sollte ja die Kernkompetenz von jedem Business sein. Aber man braucht auch noch quasi den unternehmerischen Antrieb, den du hattest. Ja. Genau. Evelyn hat angesprochen, rechtlich, was sind die rechtlichen Empfehlungen?
wenn ich so ein Proof of Concept machen möchte oder einen Prozess automatisieren. Also ich glaube, das Erste ist sicher mal wichtig, dass man sich überhaupt bewusst ist, dass es eben rechtliche Spielregeln gibt und dass man die auch wirklich einhält. Die sind ja nicht einfach zum Spaß da. Je nachdem kann man große Bußen haben, also im DSG unter gewissen Umständen, im EA-Act oder bei den EU-Verordnungen natürlich sind das Bußen in Millionenhöhe, wenn man gewisse Spielregeln nicht einhält. Und vielleicht noch ganz kurz, so ein bisschen noch Klammer auf, Klammer zu, also eben EA-Act, das muss ich vielleicht noch im Publikum noch sagen. Man muss natürlich erstmal prüfen, ist das überhaupt relevant für uns hier in der Schweiz? Beispielsweise bei uns bei Swisscom ist auch der EA-Act in vielen Fällen gar nicht relevant, weil wir weder was verkaufen irgendwo in der EU oder das Ergebnis sich auswirkt. Aber um deine Frage auch zu beantworten, ich glaube, das Thema AI-Governance ist sehr wichtig. Also was heißt das? Das heißt, man setzt den Prozess, Regeln, Spielregeln auf in einem Unternehmen, wenn es um die Entwicklung von KI-Systemen geht, auch den Einsatz, den Betrieb von KI-Systemen. Und bei uns ist das natürlich etwas Großes, oder wir haben auch eher die Kapazitäten dafür. In kleineren Unternehmen oder in KMU macht es aber auch Sinn, dass man das Thema trotzdem angeht, auch wenn man nicht so viele Kapazitäten hat, dass man auch nur schon ein kleines Framework von irgendwie 5 Seiten hat und einfach auch weiß, hey, was sind Spielregeln, wen könnte ich kontaktieren, welches irgendwie Anwaltsbüro beispielsweise oder auch Swisscom beispielsweise, weil wir auch schon Erfahrung haben hier natürlich beim Thema AI-Governance. Und das Letzte, das ich noch sagen möchte, AI-Governance ist eben nicht nur die rechtliche Compliance, sondern geht über das hinaus, dass man eben auch ethisch korrekte KI-Systeme einsetzt, dass man auch sonst Risiken anschaut. Und das ist bei jedem Unternehmen völlig individuell. Ich kann auch sagen, es ist mega wichtig für die Zukunft und man muss sich mit dem Thema eben auch auseinandersetzen, AI-Governance. Ja. Sehr gut. Danke für die konkreten Tipps und eben vielleicht noch anschließend, wir gehen ein bisschen in Vorleistung, wir machen das besonders gut als Swisscom und da haben wir auch schon profitiert und wir teilen mit unseren Kunden auch, wie wir es gemacht haben. Das muss dann vielleicht eben, kann auch ein bisschen eingedampft werden, aber das ist sicher eine wertvolle Ausgabe. Jetzt wollen wir schauen, gibt es Fragen auf dem Publikum, sonst wir steuern ja schon mit Riesenschritten auf die Mittagspause zu und genau, jetzt müssen wir schauen, das ist dann fast ein bisschen eine generische Frage, die nicht mal nur mit AI zu tun hat. Ja, vielleicht können wir das noch nehmen. Also diese AI-Systeme ab Stange, am bekanntesten wahrscheinlich eben ChatGPT oder Microsoft Copilot. Und da gibt es, wenn wir jetzt beim Copilot-System bleiben, ist ja das Versprechen von Microsoft, dass man sagen kann, möchte ich bei einem Prompt, bei einer Abfrage Daten aus dem Internet oder möchte ich nur die Befragung von meinem eigenen Dokumente-Universum, also quasi mein SharePoint-System, das dahinter liegt. Wenn ich das mache, oder irgendwo, wo siehst du den Challenge, Unternehmensdokumente und Internetdokumente, ist das, macht es das schwieriger oder ist es leichter, wenn ich AI nur auf meine Dokumente anwende? Kannst du vielleicht, oder ist das schwierig? Also ich muss vielleicht grundsätzlich mal anfangen, weil hier ist das Stichwort Datenschutz. Wenn ich natürlich Daten oder Informationen, es können eben vor allem insbesondere bei uns auch Geheiminformationen sein, also Bankdaten oder Fernmeldedaten und so weiter, Militärdaten. Also grundsätzlich, wenn ich Daten irgendwo hinschicke oder auch bearbeite, dann muss ich schauen, darf ich das überhaupt? Und bei geheimnisgeschützten Daten muss ich sagen, lieber Finger weg, das ist sehr heikel. Und bei Daten innerhalb, also ich sage jetzt mal innerhalb vom Unternehmen, kommt es halt darauf an, wir haben vielleicht verschiedene Klassifizierungen. Gewisse sind sehr geheime Dokumente, da würde ich auch eher aufpassen. Solche, die sowieso auf der Webseite sind oder irgendwie öffentlich zugänglich sind, glaube ich, das ist in dem Sinne auch nicht so ein Problem. Man muss auch die Mitarbeitenden absolut auch challengen und auch schulen, welche Dokumente sie überhaupt in gewisse Tools geben dürfen. Bei uns ist das sehr streng. Also das nervt mich fast manchmal ein bisschen, wenn ich immer jedes Mal sage, ja, ich habe das verstanden. Also ich habe es dann wirklich verstanden. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Und man muss ganz genau wissen, welche Daten darf man überhaupt wohin geben und wo nicht. Weil je nachdem, und das ist das Letzte auch nochmal, je nachdem wird halt mit gewissen Daten auch dann trainiert. Also je nachdem,
wie das dann in einem Modell plötzlich... Wenn das dort erscheint. Und in einem fremden Modell, oder? Aber eben, da sind wir wahrscheinlich wieder in der Zone, es gibt einfach keine einfachen Pauschalaussagen im Recht, das muss man im Einzelfall anschauen. Ich würde vielleicht die zweite Frage noch mitnehmen, eben das haben wir auch ein bisschen berührt, eben wie schnell wird sich diese Entwicklung weiterdrehen und muss sich dann vielleicht gar nicht mehr so einen Prozessaufwand machen, der ja löst das wie von selbst, oder? Das steckt da ein bisschen drin. Und hier habe ich eine relativ klare Meinung. Natürlich wird sich das weiterentwickeln und Arbeit abnehmen und besser werden. Aber meine Erfahrung ist, dass eben die Unternehmen, die zuerst gestartet sind, am Schluss eben trotzdem weitergekommen sind. Und da müssen wir mit Analogien arbeiten. Nehmen wir das World Wide Web und E-Commerce. Wenn man schaut, wer sind heute die führenden E-Commerce-Anbieter für Consumer Electronics? Es ist Brack und Digitec. Und das waren die Pioniere. Und die Microspots, die dann 10 Jahre später, und selbstkritisch könnte man auch Sirup nennen, wo die Swisscom beteiligt war, die haben es nicht geschafft. Also da ist wirklich die Botschaft, mit einem sinnvollen Use Case früh anfangen, bringt eben unabhängig davon, wie schnell sich das entwickelt, einen Wettbewerbsvorteil. Also ich denke, wir sind auch gerade im Gesundheitswesen sind wir gezwungen, uns mit diesen Tools auseinanderzusetzen, weil wir lesen fast täglich, dass unser Gesundheitswesen am Explodieren ist, die Kosten. Und ich denke, mit solchen Tools haben wir die Möglichkeit, eben die Kosten massiv zu senken, wenn wir vollautomatisierte Prozesse haben, wo wir eben auch sparen können. Oder? Ich bin als Ärztin die teuerste Person in einem Unternehmen. Und wenn ich Stunden oder Tage für Administration brauche, das kostet. Mhm. Und wenn ich das mit der AI quasi mich schneller unterstützen kann, dann kann man massiv Ressourcen einsparen. Und ich denke, wer jetzt nicht mitmacht, wird den Zug verpassen. Und wie du gesagt hast, die Ökonomie wird dann selber regulieren, wer überlebt und wer nicht. Das ist ein super Schlusswort, steckt alles drin. Früh dran sein, Kosten sparen dort, wo es sinnvoll ist und eben unterstützen auch von Wissensarbeit. Und damit sind wir bereits am Schluss. Ich danke meinen beiden Gästen, ich danke Ihnen fürs Durchhalten und dranbleiben. Der Livestream wird hinterher, wie gesagt, auch noch veröffentlicht. Wir werden noch das White Paper der Swisscom zum Thema Data und AI Governance mitgeben, weil dort stehen viele Dinge, die Ann-Sophie sehr gut ausgeführt hat, auch noch drin. Und falls Sie eben solche Prozesse haben, dann empfehlen wir, gehen Sie das an, profitieren Sie davon. Wir können auch bei Bedarf gerne helfen. Und mein letzter Punkt ist, wenn Sie mal einen Arztbericht zurückkriegen, einen Konsultationsbericht, und wie ich den nicht verstehe, einfach in ChatGPT einfügen und man kommt in natürlicher Sprache einen Bericht, was den man wirklich versteht, was man für ein Leiden hat. Und das ist wirklich beeindruckend, wie gut das funktioniert. Das würde ich natürlich nicht machen, muss ich sagen. Also, das machen wir beim nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören, einen guten und bis bald.